So, jetzt haben wir es. Jo Leute, was geht ab? Flo wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play angespielt. Let's Play angespielt. Ich muss diesen Titel nochmal überdenken. Wir sind aber heute in der Emulator-Welt unterwegs, beziehungsweise in der Android-Emulation. Ich habe mir so einen Emulator runtergeladen und das ist einfach mal so ein Testvideo für mich, wie es bei euch ankommt. Weil ich generell auch am Handy ab und zu mal so ein paar Android-Spiele spiele. Android-Games spiele, sag ich mal so. Und ja, ich habe mir als ersten Titel Clash of Clans ausgesucht. Eins der bekanntesten für Android. Und ich wollte jetzt einfach mal so schauen, wie es bei euch so ankommt und ob es mir vor allen Dingen auch Spaß macht. Ich habe es nämlich selber noch gar nicht gespielt. Man kennt es ja schon aus der Werbung und so weiter, aber war sogar schon im Fernsehen, in der Werbung. Ja, mal schauen. Wir fangen einfach mal an. Dies ist dein neues Dorf. Wunderschön, nicht wahr? Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es da nicht... Oh. Die fiesen Goblins. Da sind sie. Ja. Okay, ich soll in den Shop gehen. Und eine Kanone bauen. Das ist kein Problem. So. Also vom Handling hier ist es echt ganz lässig. Kein Thema. Im Dorfzentrum, okay. Jetzt beenden. Na, sie sind Kobolde. Zum Angriff! Ja, das hat wohl nicht so gut geklappt, meine Freunde. Ja, kein Problem. Wir haben das Dorf auf einer Kraftlinie errichtet. Das bedeutet, dass sich die Kanone mit der Zeit selbst magisch repariert. Hey! Nice. Die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Auf geht's. Das werden die Kobolde. Tippe mehrmals auf ein freies Gebiet, um die Truppen einzusetzen. Die rasten ja richtig aus, die Magier. Finde ich gut. Ja. Perfekt. Aufgewandte Truppen 5. Ab geht's nach Hause. Wow, gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten. Ab in den Shop wieder und eine Bauhütte bauen. Zack, die bauen wir auch direkt hier wieder stramm dran. Du kannst Elixier aus der Kraftlinie im Boden pumpen. Versuch es mal. Genau, das ist dieses Elixier-Moped. Das bauen wir mal zur Goldmine hin. Oh, dieses Unsymmetrische, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Das muss ich nachher noch umändern. Ja, jetzt beenden. Wir wollen hier ein bisschen schnell vorankommen. Der Sammler kann nur eine kleine Menge Elixier lagern. Huch. Sorry. Ah. Bauen wir ein Lager, damit wir das Zeug horten können. Okay. Ein Elixierlager. Kein Problem. Jetzt bauen wir nochmal hier hin. So, auch jetzt beenden. Das kostet die Welt. Und ein Goldlager, damit wir das Gold horten können. Selbstverständlich. Jetzt beenden. Ja, Gold. Wir Kobolde lieben Gold. Sieh mal hoch. Was? Häuptling, wir brauchen eine Armee, um mit diesen Kobolden fertig zu werden. Bauen wir eine Kaserne. Let's take a look. Da ist gut. Auf wieder auf jetzt beenden. Oh, und ich bin schon Level 2. Ist ja unglaublich. So, Truppen ausbilden. Schön die. Auch wieder Ausbildung beenden. Wir machen hier alles mit Diamanten. Okay, auf geht's, die Kobolde angreifen. Der Koboldwald wartet auf uns, Freunde. So, durchgedrückt halten, kannst du mehrere Truppen einsetzen. Okay.
Ah, da geht's los. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt dann die beste Taktik ist, alle auf einmal so drauf zu hauen. Ich glaube eher nicht. Die hauen aber auch drauf, die Barbaren. Lecko Pfiffi. Kennen sie nix. So, zack. Das Häuschen auch noch eben. Dann ist es auch fertig. Ja, diese Anfangsmissionen sind einfach arschschwer. Nicht. So, das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unserer Geschichte an dich erinnern? Ach so, ja, ich bin der gute Let's, der seinen Namen nicht schreiben kann. Let's Flow. Ah. Ah. Okay. Dann verbessern wir es. Das Rathaus, wie du es uns vorgeschlagen hast. Und auf wieder ins Bett. Gute Arbeit, dank der Rathausverbesserung können wir jetzt neue Gebäude bauen. Yeah! Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Falls du noch. Achso. Hobbling, du weißt offenbar, was du tust. Das ganze Dorf zählt auf dich. Wie das war's? Das war mein Tutorial. Ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll. Ich könnte hier schon eine Mauer bauen, aber ich glaube, ich baue erstmal so einen Bogenschützturm. Oder kann ich noch so eine Bauhütte bauen? Ich glaube, das ging nicht. 500, ne, auf gar keinen Fall. Ich muss erstmal Gold loswerden. Wie kriegt wird man Gold los? So nicht. Ich brauche Truppen, aber Truppen sind wichtig. Gold los werde ich doch, wenn ich hier. Exilager? Exilsammler. Der kostet Gold. So, zack. So schnell geht das. Ja, und so schnell ist es auch wieder da. Was ist das denn hier? Beste Clans. Mega Empire. King's Rock. Wer ist denn hier der Babbo? Vincent Doc? Wer ist denn hier der beste Spieler? TNL. Den besuchen wir mal. Ja, bestimmt nicht schlecht. Den möchte ich mir gerne angucken. Das ist für Junge. Was ist denn bei dem verkehrt? Was ist denn bei dem verkehrt, Freunde? Ja, kann man machen. Nicht schlecht. Aber ich gehe wieder in meine Basis, die finde ich nämlich irgendwie schnuckeliger. So, ich glaube jetzt bei Clash of Clans ist einfach so das Ziel, man muss halt, ja, einen möglichst guten Angriff, aber auch eine möglichst gute Verteidigung bauen. Also das ist so, das worauf man achten sollte. So, ich, wie mache ich das denn jetzt hier? Zack. Ja, das sind zwei Sachen auf jeden Fall, die man beachten sollte. So. Warum schneit es hier eigentlich, Freunde? Was ist das hier überhaupt? Ach, scheiße, jetzt habe ich einen Bauarbeiter freigemacht. Das war doof. Das wollte ich gar nicht machen. Okay. Wie viele Angreifer haben wir hier? 6. Da warten wir nochmal, bis wir voll sind. Sorry. Wie viel kann der denn hier fassen? Auch 20, okay. So, ich kriege hier auf hoffentlich jetzt ein paar Juwelen, so 1000 oder so. Oh, 26 sind auch gut. 25. Wir lesen kann, ist kein Vorteil. So, was hole ich mir jetzt noch? Eine neue Kaserne. Auf jeden Fall. Boah, sorry, dass ich hier so rumgehen. Das ist ja schlimm. Mann, du. So, ich habe jetzt hier wie viel? 8. Reicht das wohl für den nächsten Angriff? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie der Außenposten hier aussieht von den Kobolden. Ich glaube, ich warte lieber nochmal. Man muss ja nicht immer alle Feinde, alle Freunde direkt einsetzen. Man kann ja auch ein paar überlassen.
einstellen. Soundeffekte ein, aus. Frohes neues Jahr. Was ist das denn hier noch? So. 10 Stück habe ich. Ah ne, ich warte jetzt noch, bis die andere Kaserne fertig ist. Dann gebe ich da noch ein paar in Auftrag. Und dann soll es aber schnuckelig laufen, oder? Ach, ich habe einen Bauarbeiter frei, kann das sein? So. Da haben wir auch 8 im Bau. Hier noch. 15, okay. Wir ziehen jetzt in den Krieg, Freunde. Angreifen auf den Kobold-Außenposten. Auf den haben wir es jetzt abgesehen. So, wie kann ich hier ein bisschen... Da vorne ist eine Kanone. Dann setze ich hier ein bisschen hin, oder? Ach, da ist auch noch eine. Ich bin nicht gesehen. Scheiße, die habe ich gar nicht gesehen. Da geht's schon los. Ich habe wahrscheinlich den Angriff nicht mal, weil ich keine Unterbrechung habe. Schande über mich. Mann. Hier bei mir geht ein Baba nach dem anderen down. Ja. Wie ich gerade schon erwähnt habe, wer lesen kann, ist kein Vorteil, oder wer gucken kann in diesem Fall. Oh, krieg ich das Hauptgebäude nicht mehr kaputt? Mal passen. Komm. Jawohl. Das heißt, die ganze verfügbare Beute haben wir rausgezogen. Das ist die Hauptsache. Wir kriegen zwar keine 100%, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Sieg. Sieg ist Sieg. So, jetzt haben wir 500 Dings, Ressourcen. Okay. Damit kann man natürlich jetzt wieder ordentlich Barbaren nachbauen. Beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall besser darauf achten, was ich hier so angreife und was man nicht angreifen kann. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Was kann man da noch bauen? Verteidigung. Eine Kanone. Die bauen wir mal hier oben hin, oder? Ah, nicht verlassen. So, ne, ich habe noch gar keinen freien Bauarbeiter, richtig. Da war dann auch Quatsch. Armee? Da gibt es nur sowas, okay. Verteidigung. Interessant. So, wie viel haben wir jetzt hier schon wieder zusammen? Ah, geht doch um einiges schneller. So gefällt mir das, Freunde. 10. 15. So. Okay, wir sind jetzt wieder hier schon zu 16. Da geht der nächste Angriff direkt los auf die Felsfestung. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh oh. Ist die Frage, wie greifen wir an? Von hier oben? Sagen, oder? Wenn die Kanone oben kaputt ist. Nicht wenn die Kanonen. Ach, die haben doch so eine große Reichweite, aber ich glaube, die erwischen dann nur einen. Vielleicht zwei. Ja, nee, doch nicht. Ich hab Angst. Aber das Hauptgebäude ist dann schon mal kaputt, das ist gut. Zack, fantastisch. Das gefällt. Als wenn die Kanonen auch nochmal vernichtet. So. Dann kommen wir auch wieder auf unsere 100%, wie es sein soll. Sehr gut, gefällt mir. Zack. Vom Allerfeinsten. Ja gut, Clash of Clans.
ich beende das Let's Play an dieser Stelle. Es ist diesmal nicht ganz so lang. Mich würde aber interessieren, wie euch das Spiel so gefällt. Ob ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt? Ob ihr mehr von Android-Spielen sehen wollt? Wenn ja, von welchen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, des Weiteren weise ich nochmal auf meine Facebook-Seite hin. Wenn ihr bei Facebook aktiv seid und da informiert werden wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen oder ein Like oder wie man das heutzutage so nennt. Und ja, ich bin erstmal raus, wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt sauber, so wie ich auch, und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Haut rein, ciao, ciao.